11. April 2019 bei der Brauerei Bischofshof in Regensburg. Namhafte nationale und internationale Brauereien haben sich versammelt. Auch Prominenz aus Politik und Kirche. Um 11:30 ist es soweit. Es läuft, das innovative Füllsystem Dynafill. Füllen und verschließen in nur 5 Sekunden. Eine Weltneuheit und Revolution beim Füllen von Bier in Glasflaschen. Die geladenen Gäste sind beeindruckt. Ja, also für mich völliges Neuland. Also sowas ist ja in Brauerkreisen ja völlig unbekannt. Und ich war sehr überrascht und es funktioniert ja auch. Wir konnten live die Flaschenabfüllung sehen. Ja, für eigentlich sehr gut befunden, weil natürlich das mikrobiologische Risiko, was man nach dem Füller hat, wo es dann Richtung Korker geht, schon höher ist. Ja, das kann man jetzt hier ausschließen. Man hat auch gesehen, dass die Füllgenauigkeit sehr gleichbleibend ist. Schneller, das Füllzeit ist ganz kurz, so weniger als eine Sekunde. Sauerstoffgehalt ist immer weniger. Die Stabilität, wenn wir überlegen über Mikrobiologie, ist auch wunderbar schon. Und wie ein Brauer, ich kann man sagen, das ist eine super Lösung. Ich will eine Fülle genau wie diese in meine Brauerei einstellen. Auch der Gastgeber, die Brauerei Bischofshof, freut sich wieder, ein wesentlicher Teil einer erfolgreichen Produkteinführung zu sein. Denn seit 18 Jahren leben Krones und Bischofshof ihre aktive Partnerschaft und realisierten viele Projekte. 2006 zum Beispiel das weltmodernste Sudhaus war ein Riesenerfolg für uns auch. Da entstand die Partnerschaft mit unserem brasilianischen Kollegen. Dann heute die Weltneuheit mit dem Dynafill. Wir beschäftigen uns ja, ich glaube, schon fast ein halbes Jahr damit. Und er läuft und es ist phänomenal. Ich habe die Brauer jetzt alle, die leuchtenden Augen gesehen, dass man sowas überhaupt machen kann. Also es ist wirklich unglaublich. Und wir sind, ich kann gar nicht sagen, wie stolz wir sind. So groß kann man das gar nicht aufbauen. Ich möchte ganz, ganz herzlich der Firma Krones danken für diese Partnerschaft. Von Herzen stolz und doch sehr bescheiden ist der Erfinder und Ideengeber hinter dem Dynafill. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass der Tag ohne mich gar nicht wäre. Aber wir erfüllen natürlich sowas als Erfinder natürlich schon mit Stolz. Ende 2013 begannen sich seine Gedanken in die ersten revolutionären Richtungen zu drehen. Ja, revolutionär war natürlich der Gedanke, dass man nicht mehr diese Flüssigkeit in einen Behälter reinfüllt und gleichzeitig das Gas rausbringt. Das war schwierig zum Gestalten, dass man an die Leistungsgrenze geht, sondern mit dem Frust ist ein neuer Gedanke geboren worden, dass man einfach das nacheinander macht. Erst das Gas raus, dann die Flüssigkeit rein. Und somit steht die ganze Mündung für die Flüssigkeit zur Verfügung. Mit dem Unterschied, dass man halt das Vakuum zuerst abbaut und die Flüssigkeit reinschießt. Aber nach weiteren Überlegungen kann ja dann nichts passieren, weil dieser abgeschlossene Raum ist. Es muss sich wieder das Gleichgewicht einstellen und somit ergibt sich die Füllung automatisch ohne Messsysteme. Der Krones Dynafill, der erste seiner Art, leistet nun bei der Brauerei Bischofshof seinen Dienst. Hier sorgt er für weiterhin qualitativ einwandfreies Bier. Ein Bier, das uns zu Freunden macht. Und neue Freunde unter den Brauern konnte auch der Dynafill für sich gewinnen.